Wo liegen meine Stärken? Eine Frage, die ab sofort der NZ Talentcheck beantwortet. Er ergänzt herkömmliche Bewertungskriterien wie Schulzeugnis und Berufswahltests. Raimund Kirch, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, hebt vor allem die leichte Handhabung dieses kostenlosen Internetangebots hervor. Für das Projekt hat die Nürnberger Zeitung mit der IHK Nürnberg, der Handwerkskammer Mittelfranken und dem Wilmi Verlag starke Partner gewonnen. Den Fragenkatalog kann man entweder mit seiner Klasse durchlaufen oder ihn allein am heimischen PC absolvieren. In etwa 1,5 Stunden ist er zu schaffen. Die Aufgaben sind je nach Schultyp gegliedert. 5 Kompetenzfelder fragt der Test ab. Unter anderem geht es um Selbstständigkeit, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und um Allgemeinwissen. Das Ergebnis ist eine Expertise, die der junge Mann oder die junge Frau zugeschickt bekommt, wo eben auf Basis der Eingaben, die er gemacht hat, ein Stärkenprofil, ein individuelles Stärkenprofil mitgeteilt wird und eben auch erläutert wird, was bedeuten diese einzelnen Kompetenzen und was bedeuten diese einzelnen Kompetenzen im Berufsleben. Doch was bringt der NZ-Talentcheck den Jugendlichen? Der ganz große Vorteil ist der, dass Jugendliche sich selbst erkennen lernen. Und die entscheidende Frage ist, wie man Eignung und Neigung eines Jugendlichen zusammenbringt. Und dafür, denke ich, ist dieser Check eine ausgezeichnete Möglichkeit. Und es ist für einen Jugendlichen eine ganz schlechte Geschichte, wenn er dann nach einigen Monaten die Ausbildung abbricht, weil er für den Beruf nicht geeignet ist. Und es ist auch für das Unternehmen ein schlechtes Bild, denn der Ausbildungsplatz ist weg für dieses Jahr und das ist für andere Bewerber mehr als schade. Der NZ-Talentcheck kann helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Wir gehen davon aus, dass diese Zertifikate ergänzend zu dem Abschlusszeugnis Basis auch von Auswahlentscheidungen sein werden. Wir fragen ja in dem Talentcheck bestimmte Kernkompetenzen ab. Und da gehört Sozialverhalten, soziale Kompetenz, Kritik, Teamfähigkeit dazu. Und da denke ich, dass solche Kompetenzen, die nachgewiesen und dokumentiert sind, die ein oder andere schlechtere Note im Zeugnis durchaus kompensieren können. Die Nürnberger Zeitung möchte mit diesem bundesweit wohl einzigartigen Angebot einen Beitrag zur Verbesserung der Situation von Schulabgängern leisten. Dieses Engagement begrüßt Herr Lötsch von der IHK Nürnberg. Ich finde das ganz hervorragend. Wir müssen das über die verschiedensten Kanäle tragen. Wir müssen das über unsere Kanäle natürlich publizieren. Aber wir müssen an die Zeitungsleser herankommen. Das werden im Zweifel nicht so sehr die Jugendlichen sein, aber die Eltern. Warum ist der Test auch für Schüler aus sozial schwachen Schichten geeignet? Ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass alle Jugendlichen, aber eben auch die aus sozial schwachen Schichten, eine Chance haben, über ihre Stärken informiert zu werden, damit sie dann mit einem wirklich gesunden Selbstbewusstsein auf die Berufsfindung zugehen können, weil die Berufsfindung ja seinerseits das wichtigste Mittel ist, aus der Spirale der Armut rauszukommen. Auch das Sozialreferat Nürnberg beteiligt sich an dem Projekt. Ja, für alle Kinder und Jugendlichen, die das entweder daheim nicht machen können, weil sie keinen Internetzugang haben, oder die das vielleicht unter Anleitung machen möchten, können wir uns vorstellen, dass in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Einrichtungen der ARGE, der Arbeitsvermittlung, dann einfach gemeinsam anzubieten. Da macht das zum einen mehr Spaß und dann kann auch geholfen werden.